und herzlich willkommen zu einer neuen Kritik. Und heute geht es um einen Genrebereich, der in den letzten Jahren sehr profitabel von Hollywood ausgeschlachtet wurde oder benutzt wurde, um natürlich neue Zuschauer zu gewinnen und neue Gewinne zu generieren, natürlich Young Adult Novel Adaptations. Sowas von der Marke Twilight, die Tribute von Panem oder auch Divergent. Ich muss sagen, mit den meisten dieser Filme bin ich nicht warm geworden oder ich habe sie mir noch nicht angeschaut, weil sie mich auch nicht sonderlich von der Thematik her interessieren. Ich kann auch diesen allgemeinen Hype um diese ganzen Filme auch nicht wirklich verstehen. Die Twilight-Filme selber habe ich komplett alle gesehen, aber ich habe sie mehr so als unfreiwillig komische und ziemlich trashige Komödien empfunden. Und so haben sie mich auch letzten Endes auf irgendeine Art und Weise unterhalten können, ohne dass ich großartig sagen muss, dass es wirklich grandiose Filme sind. Die Tribute von Panem fand ich eher einschläfernd und alles andere, was danach kam, habe ich mir definitiv auch nicht wirklich gegeben. Das wäre auch in meinen Augen ziemlich verschwendete Lebenszeit. Maze Runner selber hat mich allerdings vom Trailer her, von der Thematik her, von der Story her doch sehr interessiert und auch relativ angesprochen. Und ich bin daher ohne große Erwartungen einfach an den Film rangegangen. Ist immerhin die Adaption eines James Dashner Romans. Es gibt noch zwei Folgeromane und auch noch einen Prequel-Roman, die sicherlich in den nächsten Jahren bei gleichbleibendem konstanten Erfolg sicherlich auch umgesetzt und realisiert werden. Nur ist es fraglich, ob dann diese quasi an die Qualität des Erstlings rankommen. Es ist auch das Regiedebüt von Visual Effects Artist Wes Ball gewesen, der hier für ein gerade mal Budget von 30 Millionen US-Dollar wirklich ordentliche Arbeit geliefert hat und ein Film, der nicht nur handwerklich überzeugt, sondern der auch mit grundsympathischen Charakteren daherkommt, die auch von souveränen Darstellern dargestellt werden. Und die Handlung ist eigentlich relativ simpel ausgefallen. Man wird gleich in das Szenario reingeworfen, man lernt Thomas kennen, dieser weiß selber nicht, dass er Thomas heißt anfangs, bis er irgendwann Flashbacks hat, so ganz kurze Erinnerungseinsprengsel, was passieren sein könnte und ja, ganz mysteriöse Sachen an dieser Stelle, die auch später oder zum Ende hin dann doch aufgeklärt werden. Und er landet in eben jener Lichtung, in der andere Jugendliche sind, vorwiegend junge Männer, und sie sind umgeben von einem riesigen Labyrinth, aus dem es scheinbar keinen Ausweg gibt, und die sogenannten Maze Runner suchen natürlich nach einem Ausweg. Ja, nur das Problem ist halt, das Labyrinth selber ist nicht ungefährlich, denn dort hausen auch nur die sogenannten Griever, bioorganische Lebewesen, die natürlich auch zum Schutz des Labyrinths da sind, und so weiter und so fort. Das Ende des Films selber, muss ich allerdings sagen, ist ziemlich unbefriedigend ausgefallen, obwohl es natürlich hier und da Erklärungen gibt, was das Ganze nun ist. Das Problem ist allerdings, James Dashner ist scheinbar oder so ähnlich ein Resident Evil Fan oder mag er die 28 Filme, keine Ahnung, denn diese Elemente findet man in den kurzen Erklärungen wieder oder man denkt, man fühlt irgendwie, dass diese Elemente hier irgendwie reingeschmissen wurden. Deswegen ist die Handlung nicht wirklich originell, muss sie aber auch nicht sein, denn der Rest ist wirklich sehr stimmig umgesetzt. Der Film bemüht sich wirklich, eine gute Grundatmosphäre aufzubauen. Er ist eigentlich so gut wie befreit von Humor, er ist sehr ernsthaft. Was ich natürlich sagen muss, ist, unter den Jugendlichen selber gibt es keine richtigen Antagonisten. Jeder hat seine eigenen Wertvorstellungen, was er nun machen möchte. Einige sind sehr halt vorsichtiger und möchten halt lieber ihr Dasein halt bis zum Ende hin in dieser Lichtung fristen, ohne sich zu fragen, was wohl hinter dem Labyrinth ist und was dahinter steckt und so weiter und so fort. Aber die Auflösung letzten Endes ist etwas unbefriedigend und benutzt einzelne Elemente aus älteren Genrefilmen und verwurstet die auf irgendeine Art und Weise. Und daher ist es für mich fraglich, ob das Sequel definitiv an die Qualitäten dieses Teils rankommt. Denn ich muss sagen, es ist wirklich sehr unterhaltsames, solides Regiedebüt, was Wes Ball da abgegeben hat, das auch mit einigen bekannten Gesichtern um die Ecke kommt. Wie zum Beispiel Will Poulter, der den Gally verkörpert, quasi den Antagonisten, aber so kommt er teilweise nicht wirklich rüber. Den kennen wir aus Wir sind die Millers oder dem dritten Chroniken von Narnia Teil. Und dann auch Thomas Brodie Sangster, den man zum Beispiel aus Game of Thrones aktuell kennt, der auch eine wirklich gute Performance abliefert. Keiner spielt sich großartig in den Vordergrund, obwohl Thomas und später Theresa natürlich hier definitiv die Hauptcharaktere sind. Es gibt hier keine Romanze, die angedeutet wird, vielleicht in den anderen Teilen. Es geht eher um die Frage, was ist dieses Labyrinth, wie kommen wir hier raus und was wartet dahinter auf uns? Das erfährt der Zuschauer am Ende des Films auch, nur man sollte hier keine Mega-Monster-Auflösung erwarten, sondern
Es kann sein, dass man sich vor den Kopf gestoßen fühlt oder das Ganze als sehr unbefriedigend wahrnimmt. Und ich fand es sehr unbefriedigend letzten Endes und dachte, an dieser Stelle könnte der Film ruhig weiterlaufen, bis wir wirklich komplett mit dem ganzen Plot durch sind. Aber das dürfte dann in den folgenden zwei Sequels definitiv passieren. Auf welche Art und Weise, sei mal dahingestellt. Handwerklich ist der Film für 30 Millionen US-Dollar richtig gut ausgefallen, die visuellen Effekte sitzen, die Kamerafahrten sind richtig schön, es gibt kaum Wackelkamera und so, man kann dem ganzen Geschehen wirklich gut folgen. Der Film hat einen schönen grimmigen Unterton und wenn jemand stirbt, dann sieht man es wenigstens ansatzweise oder man sieht auch, dass die Person, wenn sie stirbt, wirklich irgendwo blutet, ohne dass man das hier Ganze zu arg glatt bügelt. Und das hat mir auch richtig gut gefallen. Und daher ist Maze Runner einer der wenigen Young Adult Novel Adaptations, der ich wirklich etwas abgewinnen kann, beziehungsweise die einzige, die mir wirklich anspricht, was vor allem den Grundtenor des Ganzen Ganzen angeht und natürlich auch selber der Look, der damit reinspielt und der ist wahnsinnig richtig gut, obwohl man den Film definitiv mehr in die Low-Budget-Ecke stecken kann und sicherlich auch sagen kann, dass das Ganze hier mehr B-Movie-like ist, aber der Film macht dennoch wahnsinnig viel Spaß und hat auch wirklich einen durchgängig guten Spannungsbogen und es gibt auch einige wirklich mitreißende Szenen, die ich so in dieser Umsetzung nicht erwartet hätte, da ich mit eigentlich gar keinen Erwartungen an die ganze Sache rangegangen bin. Frei von Makeln ist der Film definitiv nicht. Das gilt vor allem für das Ende. Das gilt sicherlich auch dafür, dass die Charaktere selber nicht wirklich tiefgründig und komplex sind. Dass sicherlich auch einige altbekannte Klischees aufgewärmt werden, aber das gehört sicherlich auch zu so einer Art Dystopie. Sagen wir es mal so: Es ist ein Science-Fiction-Action-Abenteuer mit einem gewissen Thriller-Einschlag und einem gewissen Horror-Appeal, verursacht durch die Griever, die hier allerdings Labyrinth selber die einzige Bedrohung darstellen. Und gewisse Elemente, die später aufgegriffen werden, von denen James Dashner scheinbar selber ein Fan ist. Und die habe ich ja schon angesprochen. Deswegen bekommt Maze Runner, die Auserwählten im Labyrinth, dennoch gute 7,5 von 10 Punkten. Mich würde natürlich interessieren, ob ihr den Film schon gesehen habt, wie ihr ihn fandet. Und was ihr euch natürlich vorstellen könntet, was die Sequels noch so bringen könnten. Denn ich bin ehrlich, ich habe die Romane davon nicht gelesen. Aus welchem Grund auch immer, es ist Young Adult Novel. Ich bin da halt ein bisschen vorgeschädigt und kann an diese Sachen selber wirklich nicht unbedarft rangehen, aber Maze Runner dennoch kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, schaut ihn euch an, wer natürlich nicht wirklich weiß, ob der Film was für ihn ist, leiht ihn euch definitiv aus und man kann auf jeden Fall seinen Spaß damit haben, wenn man am besten mit gar keinen Erwartungen oder sehr niedrigen Erwartungen rangeht. Gut, das war's mit einer neuen Kritik diesmal zu Maze Runner, ich hoffe es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.